Ihr lieben Geschwister, ich freue mich wieder mal bei euch sein zu können. Ich hatte ja gehofft, mit meiner Frau zu Pfingsten die Gemeindefreizeit in Sigwinden, aber sie ist leider ausgefallen. Aber es ist ja nicht schlimm, wir sind trotzdem dieser bei euch und es ist schön, einfach mit euch Gemeinschaft zu haben. Und das hatten wir ja auch gestern schon. Und mir geht es so auch immer wieder im Sinn, wenn ich in die Gemeinden komme, ich komme nicht einfach in die Gemeinden, sondern ich besuche meine Geschwister. Und ihr seid auch meine Geschwister. Wir gehören zusammen. Und die Einheit ist in Jesus Christus. Und das ist was Wunderbares. Wir gehören zusammen. Und es hat mal ein Theologe formuliert, wir sind Familie Gottes. Ich finde es gut, dass wir Familie Gottes sind. Wir sind eine große Familie, heißt nicht Schmidt. Die wenigsten werden von euch Schmidt heißen. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, wir gehören über den Herrn zusammen. Ich war ja in Waldenburg gewesen, ich hatte dort eine Gottesdienstvertretung gehabt und wie das so ist, beim ersten Gottesdienst werden ja Fragen gestellt, musste dich vorstellen, wie das so ist. Und das sagte ich auch, schön, dass ich auch hier Geschwister habe. Ihr werdet zwar nicht Schmidt heißen, wie ich, und da meldet sich ein 9-jähriger Junge und sagt, wir heißen auch Schmidt, und die Familie heißt auch Schmidt, und die heißen auch Schmidt. 5 Familien Schmidt. So was gibt es eigentlich gar nicht. Ist schön, wenn wir so miteinander verbunden sind, nicht bloß Schmidt einander. Das ist auch eine Verbindung, aber das ist nicht die wichtigste Verbindung. Die wichtigste Verbindung ist ja, und die brauchen wir auch, die Verbindung mit dem Herrn. Und deshalb ist es mir immer wieder ein Anliegen, vor allem auch in die junge Generation zu investieren und sie zum Herrn Jesus, zu Gott zu führen. Das hat man ja auch gestern ein Stück deutlich machen wollen in diesem Mitarbeiterseminar. Ja, und ihr wart ja nicht mit dabei, die meisten waren ja nicht mit dabei, nur einige. Und da hatten wir ja auch ein Thema am Nachmittag, da geht es um die Anwendung. Wir haben ja 2 Ebenen in unserem Leben. 2 Ebenen, einmal die theoretische Ebene, wo wir also die biblischen Lektionen lernen oder die Dogmatik lernen, die Lehre haben, das Denken. Und dann haben wir auch die praktische Ebene. Das ist wichtig, dass es nicht bloß Theorie bleibt. Wort Gottes ist nicht bloß Theorie, sondern dass wir das anwenden auch im Alltag. Und darauf liegt ein ganz besonders großer Segen, wenn wir Wort Gottes anwenden. Und da müssen wir den Kindern helfen. Und da hat man ja auch eine Frage. Gibt es ein Beispiel, dem wir folgen sollten? Ich habe ein Beispiel für euch heute, für die Kinder und auch für die Großen. Einige Kinder gucken mich an, ihr kennt mich noch von den Kinderstunden. Ich habe festgestellt, Mike, die Kinder, die sind alle größer geworden und haben sich verändert. Auch dich kenne ich noch, ja, Experte. Und du auch, Vanessa. Schmidt sagt, erinnerst dich, das machen wir jetzt nicht, wir haben jetzt Gottesdienste. Das würde ich ja am liebsten jetzt machen, um auch was zu gewinnen. Es ist schön, wenn wir euch sehen und wie ihr größer werdet. Ich hoffe, nicht bloß in der Länge wachsen tut, sondern auch im Glauben wachsen tut. Und das soll uns auch immer wieder ein Anliegen sein, dass wir auch für unsere Kinder, für unsere Engel beten. Ja, ich lese uns mal den Text, der in der Bibel steht und mit dem wir uns heute auch ein Stück beschäftigen wollen. Wer eine Bibel mit hat, kann aufschlagen. 2. Könige 18. 2. Könige 18. Und ich möchte uns die ersten 8 Verse lesen. 2. Könige 18, Vers 1 bis 8. 2. Könige 18, Vers 1 bis 8. Da heißt es, im 3. Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Mit 25 Jahren wurde er König und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Sahajas. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushta. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda kein seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm.
Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und überall, wo er hinzog, hatte er Gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Und er schlug die Philister bis hin nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachtum bis zu den festen Städten. Bis hierher. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ja, ihr Kinder, ihr seid mit dran, ne? Auch mir ein Stück zu antworten. Und meine erste Frage ist, ne, hier geht es ja um Zeugnis. Ne? Hier geht es um Zeugnis. Ne? Ihr Kinder wisst, was Zeugnis sind. Ne? Zu Halbjahr bekommt ihr eure Zeugnisse und am Ende eines Schuljahres. Warum gibt es denn überhaupt Zeugnisse? Warum gibt es denn überhaupt Zeugnisse? Ich denke noch, warum gibt es Zeugnisse? Damit man weiß, wo man steht. Ja, ne? Der Peter sagt, ne? Damit man weiß, wo man steht, ne? Ist doch wichtig, ne? Und es ist auch, das Zeugnis gucken ja auch eure Eltern an, damit die sehen, oh Michi, du musst dich in Mathe verbessern und im Deutsch, ne? Da müssen wir mal ein paar Übungsstunden noch extra nachmittags machen. Ne? Also das kann man nicht laufen lassen. Gerade die Halbjahresnoten, ne? Zeigen ja, Mensch, wo stehe ich eigentlich? Ne, müssen wir hier Gas geben, hier muss ich was ändern, müssen wir auch mal mit den Lehrern reden, ne? Wie kann man das verbessern, ist wichtig, ne? Das ist ein Nachweis unserer Leistung. Ne? Und wo gibt es Probleme, ne? Wo muss was verändert werden, ich finde es gut, dass es Zeugnisse gibt. Ne? Ein Opa hat auch seinen Enkel gefragt, Halbjahresnoten, ne? Na, Junge, was haben wir denn für Noten? Opa, ich habe fast alle Noten, ne? Fast alle. Das ist doch super, weißt du? Das ist doch nicht langweilig, ne? Ich habe fast alle Noten, weißt du? Und manche Opas und Omas lassen sich die Zeugnisse zeigen, ne? Bei den Enkeln. Und ich finde es gut, wie das manche Großeltern machen. Ne? Ne, da gehen Großeltern zu ihren Enkeln. Wir haben drei Enkel, ne? die eine Familie. Und da lassen sich Zeugnis zeigen, der eine ist ein bisschen besser, der anderen fällt es ein bisschen schwerer, weißt du? Und die lassen sich auch die Zeugnisse zeigen. Ne? Und die Opas und Opas sagen, Mensch, ich freue mich hier, Mensch, endlich mal auch in Deutsch eine 3, weißt du, von 4, 5 auf 3, ist doch eine wunderbare Verbesserung. Weißt du? Und sag, was macht er? Ja, jeder, auch der sehr gut ist und der nicht so gut ist, die Enkel sind ja unterschiedlich, ne? Jeder hat seine Stärken und Schwächen und jeder kriegt 5 Euro. Ist doch schön. Weißt du? Ihr Großeltern könnt das machen. Lasst euer Zeugnis zeigen und gebt euren Enkeln 5 Euro. Habt ihr gleich ein paar Anweisungen. Das ist doch schön, weißt du? Um auch jeden auch zu achten, sagt Mensch, den einen fällt es schwer, den einen fällt es leichter. Ne? Zeugnisse sind auch zum Anschauen. Versteht ihr? Deshalb lassen wir uns Zeugnisse zeigen. Weißt du? Ja, welches Zeugnis wollen wir uns denn auch überhaupt anschauen, ist auch die Frage. Weißt du? Und darum soll es ja heute mal gehen. Wir wollen uns ein Zeugnis anschauen. Und wie gesagt, Zeugnis ausstellen ist gar nicht so einfach. Es gibt ja nicht bloß Noten, auch nicht bloß Kopfnoten, sondern auch Beurteilung. Und mir ist manchmal nicht einfach gefallen, ich hatte ja Praktikanten auch ausgebildet und die Bibelschulen haben das verlangt, Herr Schmidt, schreiben Sie auch uns eine Beurteilung, damit wir eine Einschätzung haben. Können wir Herrn X und Frau Y aufs Missionsfeld schicken, ja oder nein? Ich habe schon welche abgelehnt, weil man ja auch eine Verantwortung hat, ist ja klar. Und da überlegt man sich, was schreibt man ein? Ne? Schreibt man ein, er hat sich bemüht. Was ist denn das für Note? Peter, was ist für Note? 4er, ja? Ja. Ich habe mir auch überlegt, Schmidt, das kannst du nicht schreiben, ne? Wo ich meine ersten Beurteilungen schreiben musste. Und da habe ich mir einen Briefordner, gibt es direkt einen Briefordner? 2 solche dicke Ordner. Und da steht genau drin, was du bei der 1 schreiben sollst. Kannst gar keinen Fehler machen. Ne? Was du bei der 2 schreiben musst. Bei der 4 steht wirklich drin, Peter, hast recht. Er hat sich bemüht. Wenn du jemandem 4 geben willst, kannst du das ruhig schneiden schreiben. Er hat sich bemüht. Das ist gar nicht so einfach, Beurteilungen zu schreiben. Und die Beurteilungen müssen ja auch ausgewertet werden. Die werden ja auch gelesen. Was heißt diese Formulierung? Gott gibt auch Beurteilung, er beurteilt uns auch. Wir merken ja, Zeugnis, ne, halbes Jahr ist ein halbes Jahr
Und ein ganzes Jahr ist ein ganzes Jahr, stimmt's, Vanessa? Ne? Gib mir recht, Nick, ja, stimmt. Ne? Ein ganzes Jahr ist ein ganzes Jahr. Ne? Über einen größeren Zeitraum erfolgt ja die Auswertung, nicht über einen Monat. Weißt du? Und der Herr macht auch solche Auswertungen und beurteilt. Ich habe mich auch manchmal gefragt, wenn ich meine Bibel gelesen habe, wieder eine neue Geschichte von einem König und in Vers 1 oder Vers 2 steht gleich drin, die beurteilt das Zeugnis. Es gibt zwei Beurteilungen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gelesen habt, zwei Beurteilungen. Einmal die Beurteilung bei Gott, er tat, was dem Herrn gefiel. Oder er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Es gibt nur zwei Beurteilungen. Und Gott kann sich ganz kurz fassen. Das Wort Gottes fasst sich ganz kurz. Und du weißt sofort, woran du bist. Gott braucht keine großen Sätze zu schreiben. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ist eine Sache. Und das andere, er tat, was dem Herrn missfiel. Wisst ihr, was meine Mutter sagte nach einem Gottesdienst? Ich habe nach ihren beiden Söhnen gefragt. Die sind in Hamburg. Und sie sagte, Herr Schmidt, unter Tränen hat sie mir das gesagt. Herr Schmidt, meine beiden Söhne sind leider weg vom Fenster. Versteht ihr den Ausdruck? Versteht ihr hinfährt auch den Ausdruck? Weg vom Fenster. Ne, die hatten mir nicht den ganzen Palaver erzählt, was wir alles in der Ausbildung machen, wie groß es da sind, sondern ihr habt nicht die Ausbildung weg. Herr Schmidt, das ist alles okay, darüber wollen wir nicht reden. Ne, mich bewegt nur eins. Es ist schön, wenn solche Herzen sich bewegen, wenn wir solche Herzen haben. Ne? Sie sind leider beide weg vom Fenster. Euer Arzt erzählte mir, ein Zahnarzt, erzählte mir auch von seinen beiden Söhnen. Die waren dann 18 und 19. Sie gehen nicht mehr den Weg mit. Weg vom Fenster. Das ist eine Linie, versteht ihr? Auf dem Weg ist die Person. Ne? Gott bewertet das, ne? Auf welchem Weg wir sind. Auf welchem Weg bist du? Wir können uns alle Zeugnisse anschauen, wir können uns die Einsen ansehen. Ne? Du kannst alle Noten haben von 1 bis 6, doch schön. Ne? Dann hab sie, weißt du, dann steig ab in die unterste Klasse oder weiter runter. Das ist alles uninteressant. Bei Gott ist das alles uninteressant. Leute, dieses Zeugnis muss uns bewegen. Ne? Und dieses Zeugnis müssen wir uns ansehen. Und danach müssen wir unsere Kinder fragen, unsere Enkel fragen, wie ist es denn? Auf welchem Weg bist du denn? Gehst du mit dem Herrn oder gehst du nicht mit dem Herrn? Tust du das, was der Herr sagt oder tust du es nicht? Bei dem Herrn gibt es nur zwei Zeugnisse. Ne? Und wir haben in der Bibel viele solche Zeugnisse, gerade bei den Königen, ne? Nordreich und auch in Juda, wenn man sich das mal anschaut. Ne? Werner Gitt hat das ja mal untersucht, ne? auch Wolfgang Bühne, ne? unsere Theologen haben das mal untersucht, finde ich gut, wunderbar herausgearbeitet. Die haben das mal analysiert, ne? wie viele Könige eigene Wege gegangen. Und wir sehen, was da in der Gesellschaft auch passiert, ne? die ganze Degeneration. Ne? Aber wir wollen hier nicht bei den Negativen stehen bleiben, sondern wir wollen uns ja ein Beispiel anschauen, was ich anfangs sagte, den wir folgen sollten. Ne? Er tat, was in den Augen des Herrn recht war, ganz wie sein Vater David. Um wen geht es da? Um welches Beispiel? Für Kinder, um welches Beispiel geht es da? Na, nicht bloß mich anlächeln hier. Das ist, manche, die lächeln mich bloß an. Ja, um welchen geht es denn da? Leute, ich bin doch ein Lehrer, der euch entgegenkommt, oder? Ich habe Zeit, ich habe heute keinen Termin mit Mittagessen. Wir haben Zeit. Hiskia, nicht klar? Hiskia, ne? Der hat wirklich einen Namen, ne? Das Zeugnis kann man jemand zuordnen, dem Hiskia, ne? Und wisst ihr, wie alt er war, als er König wurde? 25 Jahre, ne? So junger Hüpfer könnte man sagen, ne? Die meisten Staatsmänner, ne? Hier Trump und auch seine Herausforderer, der Herausforderer ist, glaube ich, über 80, ne? 82, wo ich sagen kann, muss er sich das antun, weißt du, mit 82, ne?
Aber wie das er manchmal ist, ne? So ein junger König, ne? Kann man das schon ihm zutrauen, dass er solche Wege geht? Und da muss man sich fragen, wie kommt er dazu, diesen Weg zu gehen? Hat er, welche Voraussetzung hatte er? Hatte er die Voraussetzung, diesen Weg zu gehen oder hat er nicht? Was wird von seinem Vater Ahas berichtet? Da war ja König vorher. Der ist auch ein Stück noch mit ihm mitgegangen, ne? In den ersten Jahren. Von den Ahas wird das nicht gesagt. Er tat, was dem in den Augen des Herrn recht war. Ne? Wird nicht gesagt. Sondern er tat, was dem Herrn missfiel. Ne? Er hat schlimmsten Götzendienst betrieben. Müsst ihr euch vorstellen. Der ist nach Damaskus gegangen und hat dort eine Aschera geholt, ne? so Götzenbild, und hat sie dann im Tempel aufgestellt. Ne? Da hatte gar kein Problem der Ahas. Ne? Gottesdienst und Götzendienst. Ne? Doppelgleisig zu fahren. Gar kein Problem. Haben auch heute viele kein Problem. Gottesdienst und Götzendienst zu machen. Und der Paulus hat es ja sehr bemängelt im Korintherbrief, wisst ihr ja. Ne? Das hat ihn innerlich bewegt. Ne? Da hat die Korinther trotzdem lieb. Ne? Aber da gab es so viele Probleme. Wie in jeder Gemeinde gibt es Probleme. Es gibt keine perfekte Gemeinde, wo der Paulus sagt, Mensch, es kann doch nicht sein. Ne? Da machen sie früh Gottesdienst. Und danach laufen sie über die Straße und betreiben dann Götzendienst. Ne? Und der Ahas, da hatte überhaupt kein Problem. Da hat schlimmsten Götzendienst, auch die in den Höhen war auch gewesen, wo die Säulen hier hatte, die von Salomon noch waren. Er hat schlimmsten Götzendienst betrieben. Und da muss ich sagen, hat er schlechte Voraussetzungen, der Hiskia. Oder? Gebt ihr mir recht? Da hat er keinen gläubigen Vater. Da hat ihn doch auf eine andere Linie eigentlich bringen können. Hat er eine gläubige Mutter? Von der Mutter erfahren wir nicht viel. Ne? Abia, ne? Heißt das? Abia? Ne? Aber die Eltern haben doch ihrem Kind einen Namen gegeben. Stimmt's? Du hast doch von deiner Mutti einen Vati einen Namen gekriegt. Stimmt's? Wie heißt du? Was? Das hat deine Mutter und dein Vater gegeben, Josia. Ist ein schöner Name, ne? Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Stimmt's? Josia, ne? Da hat die Rollen, stimmt's Peter, du bist doch Theologe, weißt du? Der hat die Rollen gefunden, ne? Dort, und das Wort Gottes wiedergekommen. Und wer hat den Namen euch gegeben? Du konntest ja nicht selber geben, da warst du noch Quark. Wer hat den Namen gegeben? Nicht deine Oma, Opa? Brauchst gar nicht zu überlegen. Die Mutter hat schon längst genickt, ne? Jawohl, ne? Mutter und Vater, ne? Ist doch klar. Und das Interessante, ich habe in Kinderstunden oft erzählt, ne? Das mache ich jetzt zunehmend, wenn ich Geschichten erzähle, wollte auch wissen, was der Name bedeutet. Das ist wichtig, dass wir unseren Kindern das vermitteln. Ne? Die haben sich damals was überlegt. Ne? Der Herr ist unsere Stärke oder meine Stärke. Und es wird Abia gesagt, so soll mein Sohn mal sein, so soll er leben. Ne? Das soll so leben. Ich ziehe nicht allein mein Ding durch, sondern Herr, ich bin auf deine Kraft angewiesen. So will ich leben, ich will in der Abhängigkeit von dir leben. Ich will immer das erbitten, Herr, stärke mich, wo ich nicht mehr kann. Und wir merken das selber, ne? Wie wir dann älter werden, Josia, du warst auch mal älter. Und vielleicht werden wir uns nächstes Mal treffen, bist wieder ein Stück gewachsen und so weiter, bist wieder ein Jahr älter. Wie alt bist du jetzt? Das hat gar nicht nachgerechnet, hat gleich gesagt. Ja, nächstes Mal bist du 10, wenn ich wiederkomme. Oder, ne, werden wir sehen. Verstehst du? Der Herr ist unsere Stärke. Wenn die Mutter das vermittelt, sagt, das soll Programm sein bei meinem Sohn. Da soll ich nicht auf sich verlassen, auf Gott verlassen. Auf uns verlassen, das soll man manchmal verlassen. Unsere Kraft reicht manchmal nicht. Ne? Aber Herr, du bist meine Stärke. Wunderbar. Ich habe Leute erlebt auf dem Sterbebett, Krankenbett, ne, junge Leute wie ältere Leute. Da sagt, wo mir Leute gesagt haben, Christ, wie gut, dass wir den Herrn haben und dass wir aus seinen Quellen leben können. Wie das ein Pfarrer mal gesagt hat, von einer Frau, die er beerdigt hat, das war in Scheibenberg, zwei Orte weiter bei uns, wir waren bei der Beerdigung mit dabei, eine liebe Glaubensschwester, die für viele Leute gebetet hat, auch Leute zum Glauben geführt hat.
Der Pfarrer sagte wortwörtlich, ja, bei der Tabea haben wir immer gemerkt, aus welchen Quellen sie lebte, aus welchen Quellen sie schöpfte. Und das können sie auch den anderen mit vermitteln, ne? Auch weitergeben. Versteht ihr? Und mir ist es immer mehr wichtig, ne? Die Namen auch anzuschauen. Ne? Was Namen sind, Programm, ne? Wir merken, schon hier kann man stehen bleiben, auch wenn man sagt, Mensch, wir wissen noch ein paar mehr Informationen über den Hiskia, noch mehr Informationen. Klar sind 11 Kapitel geschrieben worden. Ne? Ich muss vorstellen, 11 Kapitel. Da sind Könige taucht da auf, ein Könige taucht da auf. Jesaja auch, glaube ich. Ne? Jesaja auch, muss vorstellen. 11 Kapitel haben wir drüber geschrieben. Ne? Aber man erfährt zu wenig über den Hiskia, also was biografisch ist, was so familiär ist. Was ist auch ganz wichtig, gut wichtig. Schon der Name. Da kann man eine Predigt draus machen. Merkt ihr das? Ich würde gleich weitermachen. Ich würde gleich weitermachen. Der Herr ist unsere Stärke. Das hat der Hiskia gelebt. Ja, wie kommt er dazu, ne, zu tun, was in den Augen des Herrn recht war? Wie kommt er dazu, habe ich mich gefragt. Wie kommt er dazu? Vielleicht hat er eine gläubige Mutter gehabt, die ihn unterrichtet hat. Vielleicht hat er gläubige Großeltern gehabt, die unterrichtet haben. Es gibt ja Großeltern, ne, und das ist wichtig, dass sie ihre Enkel unterrichten. Ne, dass sie nicht bloß die Enkel einladen. Ihr dürft sie auch verwöhnen, ne, das macht ihr ja auch alle, ne, ihr Großeltern. Die Enkel dürft ihr verwöhnen, das gehört dazu. Ne, das ist das Amt der Großeltern. Aber wir Großeltern haben auch eine Aufgabe, ne, unseren Enkeln das Wort Gottes zu sagen. Schön, ich habe das erlebt, wenn manchmal meine Enkel gekommen sind, ne, auch wo der Jeremias noch kleiner war, ne, und ich wollte dann abends auch was ihnen auch vorlesen aus der Bibel. Nein, Opa, nicht. Warum nicht? Der Jeremias hat dann seine Kinderbibel rausgenommen. Opa, wo das Bändel drin ist. Müssen wir das bei euch übersetzen? Bändel? Das Bändel. Das zeige ich euch mal, das ist doch herrlich, wenn man. Das ist Bändel. Ja, na, das ist Bändel. Du hast ja gewusst, ne? Bändel, ja. Wo das Bändel drin ist, ne? Und dann durfte ich deine Geschichte weiterlesen, ne? Beim Feuerofen waren wir dann. Weißt du? Durfte ich weiterlesen, ne? Ist doch schön, ne? Wenn man ihnen Wort Gottes vermitteln kann. Ist doch gut, ne? Das wissen wir nicht, wir kriegen keine Antwort drauf. Aber wir haben einen Hinweis. Im Zeugnis steht der Hinweis. Da steht ja noch ein Name im Zeugnis. Was steht noch für ein Name drin? Ihr Kinder dürft jetzt wieder antworten. Auch hier oben hier im Gepäckraum hier, oder? Nee, wie heißt das da? Wie heißt das im Stadion? Wie heißt das da im Stadion? Tribüne, hä? Heißt bei euch auch, Mike, Tribüne? Empore. Empore, weißt du? Oh, gut, habe ich wieder was gelernt. Empore. Gibt es noch einen Namen? Ich habe Zeit, weißt du, ich habe keine Zeitvorgabe. Die Gemeinde in Hünfeld hat mir auch nicht gesagt, wie lange ich predigen darf. David, ne, dürft ihr euch laut sagen, weißt du? Ja, was hat David zu tun? Da hat er gar nicht in der Zeit gelebt. Der hat ungefähr 1000 Jahre vor Christus gelebt. Und der Hiskia, sagen wir mal, 700, ne, Jahre vor Christus gelebt, ne? Wie kommen David und Hiskia zusammen? Vielleicht hat er Hiskia die Schriften gelesen von David, ne, und gehört die Geschichten von David. Ne. Er ist ein Mann Gottes. Und das hat er aufgesaugt und hat sich sein Leben, seine Biografie angeschaut. Natürlich hat er vielleicht auch Psalm 51 gelesen. Ne. Denn David ist kein Held. Wir brauchen keine Helden als Vorbilder. Übrigens, es gibt gar keine Helden. Ich habe in der Bibel keine Helden gefunden. Und das finde ich in der Wort Gottes so wunderbar, dass sie uns auch die anderen Seiten zeigen. Ne? Wo Menschen in Sünde und Schuld fallen. Selbst ein David ist tief gefallen. Sag, wie kann das passieren? Ein Blick, weißt du? Ein Blick nur. Eine Situation. Und das hat das alles ins Rollen gebracht. Und ich denke, das hat sich der Hiskia auch angeschaut. Ne? War auch der Mann Gottes. Und wie er wieder zurückgekehrt ist, ne, aus der Tiefe.
wieder ins Helle gekommen ist, wie er Vergebung der Sünde und Schuld getan hat, wie er Buße getan hat. Ist doch wunderbar, das Leben auch so sich anzuschauen und zu sagen, diesem Beispiel will ich folgen. Ist doch gut. Es gibt ja heute so viele schlechte Beispiele und denen auch gefolgt wird. Ich habe mal einen Auftrag gekriegt von einer Gemeinde, über ein Jahr, so 15, 16 Kinder- und Jugendzeitschriften zu untersuchen, was ihnen vermittelt wird, was Kindern, Teenies lesen, was ihnen vermittelt wird. Mit welchen Theorien sie geprägt werden, mit welchen Inhalten sie gefüttert werden. Es ist erschreckend, welchen Beispielen sie folgen sollen. Und eine Titelseite von der Bravo-Zeitschrift, weiß ich noch, vor 16, 17 Jahren war das, da stand drauf, 10 Strategien, wie ich meine Eltern fertig machen kann. 10 Strategien, wie ich meine Eltern fertig machen kann. Leute, es ist doch schlimm, Ich habe das Gegenteil gemacht, Das habe ich gestern auch im Seminar erzählt. Ich habe bei einer Kinderwoche mal den Kindern gesagt, am ersten oder zweiten Tag, macht mal das, was eure Eltern sagen. Die Kinder dürften mich jetzt ruhig angucken. Ihr dürft nicht weggucken. Guckt mich an. Macht mal das, Vanessa. Mach mal eine Woche das, obwohl du Schule hast, das, was deine Mutti und Vati sagt. Und du kannst mich ja mal anrufen. Du kannst mich anrufen. Christi, das ist passiert am Freitag. Oder das ist der Woche über passiert. Und die Kinder haben ja dann am Ende der Woche berichtet. Klar habe ich den Kindern erklärt, was sie machen sollen. Räum mal dein Zimmer auf, damit deine Eltern durchlaufen können. Du musst meinen Geschirrspüler ausräumen. Freut sich auch die Mutter. Schaff mal mit dem Müll runter. Und füttere mal die Hasen, damit die Hasen mal ein bisschen besser aussehen. Nicht bloß die Ohren immer hängen lassen. Es gibt viele Aufgaben. Der freut sich deine Mutti. Weißt du, Vanessa, da freut sich deine Mutti und Vati. Und die werden nicht schimpfen und die sind nicht mehr so gestresst. Das hat mir auch ein Kind gesagt. Und gechristet, meine Eltern, denen ging es gut, die waren nicht gestresst. Ist doch gut, der Blutdruck war normal. Ist doch gut. Und so wollen wir auch den Herrn folgen, ihm ehren, ihm Freude bereiten. Und es ist der gute Weg. Denn Gottes Wort, wenn wir uns nach Gottes Wort richten, Gottes Wort führt uns fehlerfrei, stimmt's? So, nun müssen wir uns mal anschauen, was heißt denn das? Er tat, was recht war, ganz in den Augen seines Vaters David, was recht war. Und da habe ich 4 Punkte, ich erkläre euch das mal, 4 Punkte, die wir auch in unserem Text haben, wir müssen ja eine Antwort geben, was heißt das? Wie ist das, wie sieht das jetzt umgesetzt aus? Mein erster Punkt, das radikale Entfernung der fremden Götter. Das radikale Entfernen der fremden Götter. Wir wissen ja, sein Vater hat schlimmsten Götzendienst betrieben. Und das war für Hiskia die ersten Amtshandlungen, wo er dann alleine regiert hat. Erstmal hat er einen Tempel aufgemacht. Das ist erst mal wichtig. Sag, Leute, es muss wieder Licht. Nein, Tempel auf. Die Leute müssen sich wieder versammeln. Und deshalb, liebe Geschwister, müssen wir auch in der Corona-Zeit aufpassen. Denn der altböse Feind mischt überall mit. Wisst ihr das? Überall mischt. In jeder Situation, auch jeder staatlichen Situation, dass wir unsere Häuser auflassen. Es ist wichtig, dass das Wort Gottes kommt. Dass wir nicht uns das Wort Gottes verbieten lassen. Da werden wir auch kämpfen müssen. Es kann auch mal Zeiten kommen, wir kennen das aus anderen Ländern, muslimischen Ländern, wo Gottesdienste verboten wurden, wo sie direkt bekämpft wurden. Und solche Zeiten kommen, das ist auch von der Bibel her nicht unnormal, sondern Normalfall. Und er hat die Tempel wieder Türen aufgemacht. Es gab wieder Gottesdienst, er hat die ganzen Götzen rausgeschmissen. Die Säulen weggemacht. Und die schon jahrelang bestanden. Klar waren da manche nicht begeistert. Viele haben auch Geld daran verdient. Aber ich sehe diesen jungen Mann da so mutig. Vielleicht hat er auch sich das erste Gebot vor Augen geführt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir wollen wieder Gottesdienst halten. Wir wollen wieder Gott die Ehre. Es gibt nur einen Gott, den wir anbeten können.
Das war den Hiskia klar. Ne? Und radikal entfernen, was heißt das radikal? Ihr Kinder, habt das schon mal gehört, radikal entfernen? Was heißt denn radikal? Der Peter strahlt mich schon an. Peter, hast du eine Antwort auf der Zunge liegen? Entwurzeln. Ha. Ne? Die Wurzeln raus! Darf ich euch von mir was erzählen? Meine Frau gibt mir manchmal Aufträge. Bei Männern gibt es bei euch das auch? Nee, ja, gibt es bei euch nicht. Ja? Oh ja. Frauen geben uns manchmal Aufträge. Meine Frau hat mir den Auftrag gegeben, hier bitte dieses Stück, ne? Da gibt es Zeug, Pflanzenzeug, die haben Wurzeln. Das ist so zäh, weißt du? Sagt meine Frau, du mal diese Wurzeln rausmachen hier, weißt du? Gut, doch, bist du schnell, fahr dich eine Viertelstunde. Nee, das Zeug ging nicht raus. Und das, die Wurzeln, die hielten gar nicht mehr auf. Ne? Die hatten eine Länge, das ist Wahnsinn. Bin fast verzweifelt. Springen, sagst du. Peter, ich habe eine andere Methode. Weißt du, was ich gemacht habe? Sieglinde war dann immer draußen im Garten. Ich habe einfach, ich habe schon rausgeschnitten und abgeschnitten. Ich habe dann Erde drüber gemacht. Ich habe Erde drüber gemacht. Lässt Gras drüber wachsen, ne? Du sagst Gras drüber wachsen, ne? Aber meine Frau guckt ja auch manchmal nach. Das ist doch gut, dass wir Männer kontrolliert werden. Dass wir kontrolliert werden. Ich habe da kein Problem damit. Meine Frau guckt nach und stellt fest, es sind noch Wurzeln drin. Und es kann ja auch passieren, ne, dass nach einem Jahr, wo du denkst, du hast alles rausgezogen, das haben ja auch schon andere gesagt, alles, ich habe es doch gründlich gemacht. Nee, es gibt manches Zeug, das ist hartnäckig. Und das wächst wieder. Weißt du? Radikal heißt mit der Wurzel. Und wenn er das nicht gemacht hat, da gibt es keine Reformation. Da gibt es keine Reformation, gibt es keinen Neuanfang. Wenn du dich nicht radikal mit der Wurzel raus, ne? Und die Wurzel, die hat dann wieder, ne, die Eigenschaft zu treiben, ne? Und dann Blüten zu treiben. Ne? Das ist eine gefährliche Sache. Der Hiskia hat das gemacht, radikal vorwärts gegangen. Und das als junger Mensch. Woher hat er diese Haltung, habe ich mich auch gefragt. Ja, und dann haben wir noch ein Problem, da müsst ihr mir Theologen helfen. Was machen wir mit Nehusch, was machen wir? Wenn ihr in Hünfeld hier, ne, Vorgänger, weil ich glaube, es war eine andere, gibt's eine ganz andere Geschichte, wenn jemand das Ding hier hätte, was hättet ihr mit dieser Schlange gemacht? Hättet ihr gemacht? Ist doch kein schlechtes Symbol, oder? War doch mal ein Symbol der Gnade. Ne? Wir kennen doch alle die Geschichte. Ne? Aus Mose brauche ich euch nicht wieder zu erzählen. Was machen wir mit dieser Schlange? Lassen wir es stehen? Denkmalschutz. Du erst, Peter. Ne? Denkmalschutz. Manche würden sagen, ich kann es mir vorstellen, auch heute würden sagen, Schmidt, das lassen wir stehen. Das erinnert uns an Mose. Weißt du? Wir aber glauben, Talisman. Ne? Stimmt's? Lassen wir das Ding stehen, das stand doch schon 700 Jahre, musst du dir vorstellen. Peter, das haben wir doch nicht, du hast recht, Denkmalschutz. Ne? Du warst der Richter für Denkmalschutz hier. Ja. Nee, nein. Ach. Was hat er gemacht? Hat er das einfach in den Müll gehauen? Hätte er machen können. Große Container draußen. Das könnt ihr vorstellen, wenn der, ich habe mir das überlegt, ich habe mit den Jugendlichen mal durchgesprochen, wenn der Hiskia dessen Container gehauen hätte. Der Container steht ja auch nachts. Da hätte es bestimmt fromme Leute gegeben. Oh, was haben die hier weggeschmissen? Was haben die hier weggeschmissen? Weißt du? Wärst du vielleicht gekommen? Ich nehme dich einfach mal so hier. So, Mensch. Weißt du, das ist so ein frommes Ding wegschmeißen, weißt du? Kann man noch gebrauchen, kann man doch mal aufstehen, stimmt's? Du hast es rausgenommen, du bist groß genug, größer als ich. Weißt du, wärst über den Container geklettert? Was hat der Hiskia gemacht? Zertrümmert, weißt du, richtig, weißt du? Da hätte man gleich hier ein paar Kinder einsetzen können, hier hinstellen und irgendwie macht das richtig kaputt. Weißt du? Das müssen wir richtig kaputt machen. Aber es gibt viele solche Geschichten. Weißt du? Wir haben das schon Pfarrer erzählt, die Gemeinden übernommen, Kirchgemeinden übernommen, wo es solche Relikte gab. Weißt du? Und da gab es natürlich Aufstand erstmal mit der Gemeinde. Du kannst doch das nicht machen. Doch,
sagt, wir betreiben hier auch evangelische Pfarrer, also evangelische Kirche, sagt, wir betreiben hier kein Aberglaube. Also, ist gut. Ja, das ist mutig, ne, wenn du als Pfarrer eine neue Kirchgemeinde gibst und die Sache angehst. Ne. Aber da hast du sofort Gegner. Also, hat er hier auch gehabt. Ja, gehen wir mal weiter. Also die Schlange nehmen wir weg. Also, kein Problem. Das felsenfesten Vertrauen zum Herrn. Das Zweite, was wir uns hier noch kurz anschauen wollen, ne? Da will ich nur ein Beispiel erzählen. Und zwar haben wir ja die Geschichte, wo die Assyrer gegen Jerusalem ziehen. Kennt ihr ja, ne? War ja damals. Ne? Und da kamen 100.000 Soldaten. Ne? Und die haben die Stadt belagert. Und der Feldherr sagte damals, wir haben euch eingeschlossen, so wie ein Vogel im Käfig. Jerusalem und Hiskia, keine Chance. Was macht Hiskia? Was denkt er, was er macht? Was macht er? Ja, beten. Mir hat meine Theologe gesagt, Schmidt, beten ist immer richtig. Manchmal ist nur noch beten möglich. Und Gott kann uns in solche Situationen führen. Mir hat es auch mal Handwerksmeister gesagt. Christfried, Gott hat mich so geführt, dass mir nur noch eine Möglichkeit blieb, mit Gott zu reden. Nur noch eine Möglichkeit. Nur noch eine Verbindung. Damit wir uns wieder an den Herrn wenden. Ne? Und der Herr will doch mit uns zusammenarbeiten. Ne? Er will doch mit uns zusammenarbeiten, dass wir ihm vertrauen. Ne? Auch in aussichtslosen Situationen. Ne? Und was wird sich da Hiskia erinnert haben? Ach, was hat meine Mutter mir für Namen gegeben? Was hat er für meine Mutter mir für Namen gegeben? Meine Stärke ist Jahwe. Meine Stärke ist Jahwe. Also, was machen wir? Wenn der Herr meine Stärke ist, da wende ich mich an ihn. Da wende ich mich an ihn. Und das Interessante ist, er tut sich mit dem Jesaja verbinden. Schön, wenn man solche Brüder hat. Und sie beten gemeinsam, sie treten gemeinsam vor dem Herrn. Und der Herr erhört das Gebet. Und die sind alle umgekommen, die Soldaten. Und wurden errettet. Vertrauen hat er auf Gott gesetzt. Und das dürfen wir von Hiskia lernen. Einmal das radikale Vorgehen, ist gefordert gegenüber Götzendienst. Das Zweite, das felsenfeste Vertrauen auf den Herrn. Das ist wichtig. Und dann das kindliche Anhängen am Herrn. Mir sagte, dass ein Familienvater, er hat einen dreijährigen oder dreieinhalbjährigen Sohn. Wisst ihr, was der macht? Der wartet schon rechtzeitig nachmittags, wenn der Vater nach Hause kommt. Steht unten an der Gartentür und ich sage die Mutter, der Vater kommt erst in 20 Minuten. Die Dreijährigen wissen nicht, was 20 Minuten sind, die haben ja gar keine Uhr dran. Nein, da steht dort, der wartet, bis der Vater das Auto in der Garage abstellt und der Vater kommt. Und weißt du, was er dann macht? Weißt du, was er dann macht? Du bist heute dran. Dann hält er ihn fest an der Hose oder an dem Hemd, weißt du, und lässt ihn nicht mehr los. Der Vater, der wird plötzlich begleitet, der geht rein, der trägt seine Tasche. Und wenn der Vater dann raus in die Garage geht oder in den Garten geht, der Kleine geht da, weißt du, der verfolgt ihn richtig. Der verfolgt ihn. Und er hält kein 1,50 Meter Abstand. Ich habe es auch gelernt, 1,50 Meter, weißt du. Ich habe auch eine Schmiech. Wisst ihr, was eine Schmiech ist? 2 Meter. Zollstock, 2 Meter. Ne? Ja, aber der Junge hält keinen Abstand an. Weißt du? Wenn es um Gott geht, das ist doch wichtig. Kein Abstand. Versteht ihr? Keine 1,50 Meter. Da dürfen wir bei Gott, nee, Gott macht das. Gott hat doch kein Problem mit Corona. Weißt du? Wir dürfen ganz nah beim Herrn sein. Weißt du? Wie der kleine Junge, so wunderbar ausbildet. Und das steht nicht umsonst von Hiskia drin. Weißt du? Er war immer nah beim Herrn. Und wisst ihr, was nah beim Herrn ist? Da wisst ihr, wie weit der Herr von uns weg ist. Wisst ihr das? Wann ist er? 5 Millionen Kilometer? Wisst ihr, was der Pastor Ernst Motorsohn sagte? Nur ein Gebet weit weg. Ist doch wunderbar. Weißt du?
Und deshalb finde ich das gut. Ne? Auch ihr Kinder, lernt den Psalm 23. Vielleicht hat er, was er sagt, David war ja auch ein Vorbild. Vielleicht hat er das gelernt. Ne? Psalm 23. Ne? Der Herr ist mein Herr, mir wird nichts mangeln. Ne? Und im Psalm 23, ich fasse es kurz zusammen, ne, da geht der Herr voraus, der gute Herr, der geht voraus, er zeigt uns den Weg, er führt uns fehlerfrei. Aber wir haben ihn dann auch, wenn es in den Tälern durchgeht, nicht durch das Todestal durchgeht, durch die Täler, die wir uns eigentlich gar nicht wünschen, wir müssen sie durch, ne, wo der Herr neben uns steht, uns begleitet. Der Herr ist bei uns alle Tage bis in der Weltende, wo er neben uns ist, der Wunderbarste. Und deshalb, ja, das kindliche Anhängen am Herrn. Und der Hiskia hat auch geweint. Also, wo ihm ausgerichtet wird, du wirst sterben. Da hat er ihn gebetet, Herr, schenk mir noch 15 Jahre. Ne, schenk mir noch 15 Jahre. Wir dürfen ihn auch kindlich bitten. Ne. Das vierte, das strikte Befolgen der Gebote, ne, des Herrn. Oh, das ist ein guter Hinweis. Wisst ihr, wer diesen Hinweis auch gekriegt hat? Der Josua, wo er sein Amt angetreten hat. Ne. Da hat ihm Gott klare Prämissen gesagt. Und Gott hat ihm die Zusagen gegeben. Ne? Wir brauchen, wenn man so im Amt ist, brauchen wir Zusagen. Wir leben von den Zusagen des Herrn, weil sie uns helfen. Ne? Sei mutig, sei getrost. Ne? Aber der Herr sagt ihm auch das andere. Weiche nicht weder von links nach rechts, weiche nicht ab. Bleib auf der Spur, das ist wichtig. Und das ist wichtig, das Befolgen der Gebote des Herrn. Und für ihn war das wichtig. Und der Herr schenkte ihm auch dadurch Gelingen. Und Gott gibt uns Gebote, er gibt uns Befehle, haben wir gestern auch gehört, Befehle. Ne? Wisst ihr, was Befehle sind? Josia, ich gebe dir mal einen Befehl. Josia, komm mal zu mir. Josia, komm mal zu mir. Die Mutter wird mit dir heute am Mittagstisch darüber reden. Vanessa, weißt du, was ein Befehl ist? Vanessa, steh mal auf. Das ist tapfer. Und das Schöne ist, bei Befehlen braucht man nicht zu diskutieren. Bei Befehlen braucht man auch nicht nachzudenken. Das ist verrückt. Was sagt Pastor Ernst Muttersohn, wenn wir Befehle in der Bibel lesen? Gilt für uns nur eins, mach's, mach's, mach's. Ein wunderbares Zeugnis, ne? Von Hiskia haben wir uns angeschaut. Ne? Ein Beispiel für uns, ein Beispiel, dem ihr folgen sollt. Und es ist schön, wenn er Zeugnisse bekommt, Vanessa, du darfst weiter deinen Eltern die Zeugnisse zeigen. Weißt du? Ne? Da geht es so um dein weiteres Fortkommen hier auf dieser Erde. Da brauchen wir auch ein Zeugnis, auf der Erde brauchen wir ein Zeugnis. Aber wir brauchen auch ein Zeugnis, das uns zeigen soll, auf welchem Weg bist du. Wir brauchen ein Zeugnis, was im Blick auf die Ewigkeit ausgestellt ist. Im Blick auf die Ewigkeit ausgestellt. Und es ist schön, Vanessa, wenn das vielleicht über dein Leben steht, sieh dort, was in den Augen des Herrn richtig war, was recht war. Ganz wie es sein Vater David getan hatte. Vielleicht hast du auch noch ein anderes Vorbild aus der Bibel. Es gibt noch mehrere Vorbilder, ne, denen wir folgen können. Und dann haben wir das radikale Entfernen der fremden Götter, das felsenfeste Vertrauen zum Herrn, das kindliche Anhängen am Herrn, das strikte Befolgen der Gebote des Herrn. Ne, und da haben wir hier kleine Hilfe aus dem Wort Gottes bekommen, wie das dann aussieht. Der Herr segne an uns sein Wort. Lasst uns miteinander beten und dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ganz herzlichen Dank für dieses dein Wort, Herr, für die Hilfen, die du uns auch aus deinem Wort gegeben hast, Herr. Es ist schön, dass wir auf Hiskia schauen dürfen, auf diesen 25-jährigen jungen Mann, Herr. Und du hast ihm ein wunderbares Zeugnis ausgestellt, Herr. Auch Herr, schenkst, dass das auch über unser Leben stehen möge, Herr. Du kannst es schenken, Herr, dass wir diesem Beispiel dem Hiskia folgen, Herr. Und das tun, was dir gefällt, Herr, was dich ehrt, Herr. Und darauf liegt auch ein großer Segen, Herr. Lass uns aus dieser Geschichte lernen und das Gehörte in unseren Herzen verankern. Segne dein Wort an uns. Amen. Ihr lieben Geschwister, ich habe euch auch noch ein paar Informationen über die KIB mitgebracht, über unser Missionswerk.
dem ich ja mit angehöre, meine Frau und ich. Könnt ihr gern mitnehmen, auch Informationen, auch Ideen plus. Ja, wir sind ja noch bis Donnerstag hier in eurer Gegend. Wenn jemand mal Gespräch wünscht oder mal Hilfe braucht, gern, könnt ihr uns gern einladen. Wir haben, also wir verfügen, ich habe Ausgang bis 24 Uhr. Die Zeit spielt keine Rolle. Wir genießen einfach die Zeit hier bei euch. Und schön, wenn wir die Brüder und Schwestern, dass wir uns so sehen und so auch miteinander verbinden. Und was mir gefällt an eurer Gemeinde, was von Anfang an gefallen hat, die Liebe zum Wort Gottes. Und das verbindet uns besonders. Die Liebe zum Wort Gottes. Und das soll auch so bleiben. Ne?